Hallo, liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher. Aktuell hört man ja an jeder Ecke von der Einteilung systemrelevant. Die Medien sind voll damit, Branchen und Personen werden zwischen systemrelevant, also wichtig und damit gut, oder nicht systemrelevant und damit unwichtig oder verzichtbar eingeteilt. Ganz klar, es gibt einige Berufe, die in den letzten Jahren nicht die notwendige Beachtung erhalten haben und beispielsweise auch in der Entlohnung und in den Arbeitsbedingungen hinten anstanden. Und es ist sicher gut, dass wir da jetzt einmal genauer hinschauen und einen neuen Fokus setzen. Dennoch kann hier und da diese Unterscheidung, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie gewiss auch sinnvoll ist, einen auch ganz persönlich und emotional treffen. Dann, wenn es heißt, du bist nicht systemrelevant, du musst zu Hause bleiben, du bekommst Kurzarbeitergeld oder, wie nun auch oft geschehen, du bist leider entlassen. Dann trifft einen dann schon scharf im Herzen und letztendlich auch quantitativ im Geldbeutel. Bist du, den das betrifft, nun für die Gesellschaft weniger wert, nützlich oder relevant? Hast du dich bei der Berufswahl falsch entschieden und bist selber schuld, wenn du die Suppe nun auslöffeln musst? Sicherlich nicht. Bei Jesus gibt es keine Unterschiede bei seinen Mitarbeitern. Christus entscheidet nicht zwischen systemrelevant und nicht relevant für sein Reich Gottes. Für ihn gibt es keine Menschen mit weniger nützlichen Gaben und jene, die nach unseren Maßstäben reich gesegnet sind. Jesus erklärt in seinem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, den völlig entsetzten Arbeitern, die den ganzen Tag geschuftet haben und, ich sage es mal mit meinen Worten, augenscheinlich für die Gesellschaft und die Wirtschaft größtmögliches geleistet haben, dass sie denselben Lohn erhalten wie jene, die erst in der letzten Stunde hinzugestoßen sind. Für Jesus spielt es keine Rolle, ob du herausstechende Talente hast, die aktuell in jeder Ecke gefragt sind und ob du seit deiner Kindheit an vorderster Front kämpfst. Für ihn ist entscheidend, ob du ihm jetzt, hier und heute nachfolgst, ob du dich jetzt zu Christus bekennst und dein Leben darauf ausrichtest und dich mit einbringst mit das, was du leisten kannst. So verspricht Jesus dann, dann werden wir alle so unterschiedlich wie auch sein mögen, mit Christi-Maß gemessen, mit dem Maß der Liebe. Dann sagte er am Tag des jüngsten Gerichts zu seinem Vater, ja, dieser Mensch ist ein Sünder, aber er gehört zu mir. Lasse das ein Trost sein, du gehörst zu Christus und bei Christus erhalten alle den gleichen Lohn für ihre Nachfolge, das ewige Leben. So wünsche ich dir neuen Mut, möge der Segen des Herrn dich begleiten, dein Sebastian.